Hallo zusammen, ich habe hier einen Solarkühlschrank. Das ist nicht ein Kühlschrank, der kühlt, wenn man ihn an die Sonne stellt, sondern dieser Kühlschrank läuft über 12 Volt. Das heißt, er läuft direkt ab einer Batterie ohne Wechselrichter. Weil, wenn er über Wechselrichter läuft, braucht er doppelt so viel Strom oder Energie, wie wenn er direkt läuft. Also dieser Kühlschrank mit Eisfach, mit Innenbeleuchtung, wir haben hier einen Thermostaten, mechanisch zum Drehen, also ganz einfach, der nicht auch wieder Strom braucht, weil wenn ihr zum Beispiel einen elektronischen Thermostaten habt, dann braucht er immer Strom von einem Wechselrichter, der dann auf einem schlechten Wirkungsgrad läuft und so mit dem mechanischen schaltet der rein mechanisch, der braucht keinen eigenen Stromverbrauch. Und der läuft, das Licht läuft auch direkt über 12 Volt. Wir haben hier einen Türkontaktschalter, sobald die Türe zumacht, geht's Licht aus. Der Kühlschrank hat eine Standardbreite von 56 cm und eine Höhe von 850 cm. Wir haben oben eine Tischplatte, ist ein Standardkühlschrank. Maße findet ihr unten im Katalog Solarkühlschränke. Da gibt es auch Kühlschränke ohne Eisfach und so weiter. Aber dieser hat ein Eisfach und wir sehen hier hinten, wir haben das Kältemittel R600A. Das ist ein Isobutan, das ist ein organisches Kältemittel mit einem GWP, globales Erwärmungspotenzial von 3. Also absolut nicht ozonabbauend. Der Klimatreibhauseffekt ist sehr gering. Also heutiger Stand der Technik. Das ist ein Haushaltsgerät oder ist designt wie ein Haushaltsgerät. Wenn es designt ist wie ein Haushaltsgerät, darf zum Beispiel R134a, ein sehr verbreitetes Kältemittel, nicht mehr eingesetzt werden. Aber jetzt, was brauchen wir, um so einen Kühlschrank zu betreiben? Klar, den Kühlschrank. Dann brauchen wir eine Batterie mit einer 100 Ampere Batterie mit 1280 Wattstunden Speicherkapazität. Und wir können hier drüben lesen, dieser Kühlschrank, ihr könnt unten im Video, im Katalog lesen, der braucht knappe 400 Wattstunden Strom am Tag. Und diese hat 1200, also hält diese Batterie eine Schlechtwetterperiode von 3 Tagen aus. Also, das heißt, wir haben 3 Tage, müssten wir überhaupt keine Sonne haben, dass dieser Kühlschrank trotzdem noch funktioniert. Aber ihr wisst, wir haben Dunkelflauten, im Winter brauchen wir den sowieso nicht im Gartenhaus, also ausgelegt ist der Kühlschrank effektiv nur für den Betrieb im Gartenhaus in den Sommermonaten, wenn es draußen warm ist. Jetzt, um diese Batterie zu speisen, empfehlen wir im Katalog drin, dieser Kühlschrank braucht 150 Watt Solar-Nennleistung. Also WP, Watt Peak. Das ist zum Beispiel ein Panel, 100 Watt Peak. Also das ist zu schwach, die 100 Watt, das ist theoretisch der Wert, was das Panel im Labor bringt, bei in der Natur kaum vorkommenden Werten. Also das heißt, wir haben ein 100 Watt Panel. Und ich habe hier noch eins ausgepackt, das sieht dann so aus. Das ist ein Wemo-Panel, sehen wir hier vielleicht aus der Nähe. Also kann man, ist nicht ein Kleber drauf, sondern das ist effektiv unterm Glas. Und wir haben hier hinten je 2 solche Anschlüsse, MC4-Stecker. Diese Panels werden in Serie geschaltet.
Wir haben hier, das ist der Katalog Stromversorgung, findet ihr auch unten drin. Hier ist das zusammengeschaut. Die Panels werden so in Serie geschaltet, nacheinander, also auf dem Dach, ein schwarzes vom Panel und ein rotes vom Panel zusammen. Und dann mit diesen zwei Kabeln gehen wir wieder vom Dach runter in die Nähe für Batterie. Dann haben wir hier zum Beispiel das Pluskabel, das schwarze muss ich euch nicht zeigen, kommt auf diese Vago-Klemme. Das schwarze kommt hier drauf. Und diese zwei hier, da hat es noch eine Sicherung dazwischen, kommen auf Plus, also schwarz, also rot Plus, und das schwarz auf die Batterie. Und schon haben wir die Stromversorgung für diesen Kühlschrank jetzt mit 200 Wattstunden. Wobei die Panels kosten heute nicht mehr so viel, dass wir auch 200 Wattstunden montieren können. Weil das Thema ist nachher irgendwann, ja, ihr wollt dann noch ein Licht anhängen und so weiter. Aber wir bleiben jetzt einfach mal beim Kühlschrank. Und das hier reicht für diesen Kühlschrank. Jetzt kommen wir zu den Kosten dieser ganzen Chose. Der Kühlschrank kostet 1190 Schweizer Franken. Das ist der größte Posten. Dann die Batterie. Wenn ich keine Anzeige brauche, was da drin ist, was da geht und so weiter und so fort, weil wenn der Kühlschrank Batterie leer ist, geht der Kühlschrank aus, da kann ich ja dann auch nichts mehr machen, sondern die ist dann halt leer. Dann brauche ich diesen MPPT-Regler, die Kabel, die zwei Kabel logischerweise und zwei solcher Panels. Also rechnen wir zusammen die 1190 plus die 600 plus der Regler 80 plus die Solarpanel 2x 110, dann sind wir auf 2090 Schweizer Franken für einen Kühlschrank, der ohne Strom im Schrebergarten funktioniert. Das über die nächsten 10 Jahre, 15 Jahre, 20 Jahre, der dann auch kein Strom mehr zieht. Also da heißt, die Stromkosten könnt ihr dann auch einsparen. Ich habe mal ein Video gemacht, Vergleich Gas und 12 Volt. Das verlinke ich euch hier. Und hier das mit dem Wechselrichter, weil jeder sagt, der Kühlschrank ist zu teuer, ich nehme lieber einen Wechselrichter. Und sonst wünsche ich euch einen schönen Tag.